aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Wen von euch soll ich denn mitnehmen? Vielleicht mache ich einfach Ene, Mene, Mu. Ene, Mene, Mu, es rappelt im Karton. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oh, ich hab euch beide so lieb. Ihr kommt beide mit mir mit, ja. Emma, bist du dann soweit? Hast du deine Sachen schon gepackt oder wie sieht's aus? Oh, Mama, was glaubst du denn, was ich hier gerade mache? Ich kann mich nicht entscheiden. Welche Puppe soll ich mitnehmen? Also die gelbe oder den Drachen? Gute Frage, Emma. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Aber wie wär's, wenn du beide mitnimmst? Ich denke, das geht in Ordnung. Oh, Mama, meinst du, das geht wirklich? Das wäre so toll, weil ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja, das wird schon gehen, Emma. Hauptsache, du lässt dein Prinzessinnenschloss da. Pack schon mal weiter, ich komme dann wieder. Das Prinzessinnenschloss hier lassen? Oh, ich denke, ich werde eine Nacht ohne das Schloss auskommen. So, hier mache ich jetzt so einen Haufen. Die ganzen Sachen, die ich hier hinlege, die kommen mit. Ihr beiden, ihr seid der Anfang. Oh, was soll das denn? Was soll das hier alles in meinem Zimmer? Das gehört mir aber nicht. Ja, das sind die Sachen, die ich mitnehme in die Kita. Heute findet auch die Übernachtung statt. Ja, und was soll das hier alles in meinem Zimmer? Kannst du nicht dein Zimmer einfach zumüllen? Also das geht so nicht. Ja, das ist auch nur jetzt, weil dann nehme ich das alles mit zur Kita. Das ist gleich wieder weg. Reg dich nicht auf. Ja, ich sollte, glaube ich, lieber erst zu Mama, sonst platzt mir gleich hier noch der Kragen. Okay, wenn du zu Mama gehst, dann sag bitte, dass sie noch einen Koffer mitbringen soll. Ich muss es ja alles irgendwo reintun. Ja, Julian, ist ja in Ordnung. Ich werde mir das Ganze mal anschauen, was Emma da oben angerichtet hat. Emma, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das willst du alles mitnehmen? Ja, wieso? Ich brauche das alles. Ich bin doch dann gar nicht in der Nacht hier. Ich bin doch dann woanders. Oh Mann, die will ja so viel mitnehmen. Das kommt wieder zurück in dein Zimmer. Emma, eine Flasche Parfüm und einen Föhn? Was willst du denn damit? Ja, ich brauche das, weil ich will gut riechen, weil was Schönes. Und meine Haare, wenn die mal nass werden, muss ich die auch föhnen. Emma, ist das etwa da mein Make-up? Das willst du auch mitnehmen? Du brauchst doch keine Schminke in der Kita. Warum denn nicht? Ich mag das so gerne. Dann kann ich ein bisschen Rouge auflegen. Das wäre doch klasse. Ja, genau. Rouge auflegen. Als Vierjährige in der Kita bestimmt nicht. Aber eine Sache sehe ich da nicht. Was ist denn mit deiner Zahnbürste? Ups, die habe ich vergessen. Die hole ich. Oh, das wäre ja natürlich fatal, wenn ich dann nicht meine Zähne putzen kann. Das kommt ganz schlecht an bei Brigitte. Die mag das gar nicht. Eieiei, Emma ist wirklich ganz schön aus dem Häuschen, dass es heute die erste Nacht in die Kita geht. Ich glaube, ich hab sie erst einmal oder so woanders schlafen lassen. Höchstens bei Oma und Opa. Oder eben bei einer Freundin oder einem Freund. Oh, das ist mir egal. Sie kann doch nicht hier einfach in mein Zimmer und das hier alles vollstopfen. Das geht nicht, ist verboten. Julian, jetzt komm mal runter. Das ist wirklich nur kurz vorübergehend. Gleich sind die ganzen Sachen weg und dann hast du dein Zimmer wieder für dich. So, Emma, ich habe jetzt hier diese Sporttasche. Da müssen alle Dinge reinpassen. Einen größeren Koffer nehmen wir nicht mit. Eigentlich dachte ich nur an einen kleinen Rucksack, aber das wird schon gehen. Oh, na gut, aber da muss ich so viele Sachen da lassen. Was ist denn jetzt mit dem Föhn und dem Parfüm? Ich brauche das. Aha, und das hier, das Anti-Monster-Spray, das willst du mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was dafür Gefahren in der Kita nachts lauern. Deswegen brauche ich das. Ja, zur Monsterabwehr. Alles klar, Emma, zur Monsterabwehr. Na gut, dann nimm das auch noch mit. Wir fahren jetzt los. Julian, dein Zimmer hast du jetzt wieder. Ja, endlich, das wurde auch Zeit. Ich habe jetzt hier ein Auge und sogar das zweite Auge zugedrückt. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich mach wieder auf. Na gut, Julian, dann mach's mal gut. Also, ich schlaf heute woanders, damit du's weißt. Ich schlaf in der Kita. Da kannst du, wenn im Notfall, auch anrufen oder vorbeifahren, wenn du Sehnsucht nach mir hast. Also, ich bin eigentlich ganz froh, dass du weg bist. Eine Schnarchnase weniger. Papa ist schon laut genug. Naja, und denk dran, nicht neben den anderen pupsen, okay? Ja, okay, ich werd's versuchen, aber ich kann für nichts garantieren. Schließlich schlafe ich ja dann und dann weiß ich nicht, was ich mache. Tschüss, Julian. Eigentlich fehlt meine Freundin Emma noch. Die kommt doch hoffentlich zur Übernachtung. Also Emma ist auch meine Cousine und vielleicht lässt sie sich das Ganze hier entgehen. Ich hatte ehrlich gesagt auch keine Lust dazu. Ja, ich bin ziemlich gespannt, wer denn Emma ist. Also ich kenne die ja noch nicht so und ich bin gespannt, wie sie so drauf ist. Ach, ihr werdet euch gut verstehen. Emma kommt sicherlich gleich mal lieg. Und dann könnt ihr euch anfreunden. Ach, hallo Brigitte, wir sind jetzt auch da. Da ist ein anderes Kind im Bällebad, das kenne ich noch gar nicht. Hallo Emma, ja, das ist Malik, der ist heute erst zu uns gestoßen, der war eine ganze Zeit nicht hier in Playmobil City. Er hat sich schon vorgestellt, aber ich denke, das wird er gleich nochmal machen. Oh, okay, ich wusste nicht, dass noch ein anderes Kind kommt. Oh Mann, ich habe ganz schön viel verpasst, nur weil ich ein bisschen zu spät bin. Ach Emma, das macht gar nichts, ich meine, du bist noch rechtzeitig zur Übernachtung da, es ist noch nicht mal dunkel draußen. Emma, ich stell dann hier deine Tasche einfach zu den anderen, ne, damit du Bescheid weißt und dann ist die Mama weg. Ja, Mama ist gut. Und morgen musst du mich dann wieder abholen. Ich bin Emma Vogel. Und eigentlich ist das mein Platz da im Bällebad, aber ist in Ordnung. Und du, Malik, richtig? Hallo Emma, ja, ich bin der Malik. Also ich bin hier ganz neu, ist mein erster Tag und dann direkt so eine Übernachtung, finde ich ganz toll. Aha, ja, cool. Super toll. Und Brigitte hat gesagt, dass du die ganze Zeit nicht hier warst. Wo warst du denn?
Also, Malik hat erzählt, dass seine Eltern in Singapur gearbeitet haben. Keine Ahnung, wo das ist. Bestimmt ganz weit weg. Ach ja, Singapur, ja, das kenne ich. Da war ich auch schon mal mit meinen Eltern. Also, das ist ganz international. Aber ihr scheint ja alle ganz nett zu sein. Dankeschön. Ja, kein Problem. Also herzlich willkommen hier bei uns in der Kita Sonnenschein. Und du bist hier der einzige Junge, aber ich find's gut. Wobei Maurice auch, aber der ist noch ganz klein. Ach, hab ich's doch gewusst. Ich wusste, dass ihr euch gut verstehen werdet, Kinder. Hä, hey, wie wär's, wenn wir denn ein bisschen was denken spielen? Ich kann euch auch suchen. Los, schnell, okay. Wir müssen uns verstecken. Komm, ich suche euch. Los, los. 1, 5, 8, B, 11, ich komme. Ich hab mich ja auf der Toilette versteckt. Ich hoffe, er findet mich nicht. Oh, ich glaube nicht, dass Malik mich hinter diesem Eisfach hier finden wird. Oh, ich habe immer noch kein Versteck. Los, 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 Emma. Oh, ich gehe da oben auf den Turm. Hier wird er mich auf jeden Fall nicht finden. Ich wette nicht. Ich glaube, der kann gar nicht hier hochgucken. Okay, ich habe gesehen. 3000, ich komme. Da, ich sehe schon die erste Isabel. Ich sehe dich hinterm Eisfach. Och Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war das beste Versteck jemals. Und Malik hat mich direkt gefunden. Er muss echt gute Augen haben. Clara, ich sehe deine winzigen Füße. Du bist auf Klo. Ich habe euch beide jetzt gefunden, aber wo ist denn jetzt Emma noch? Ich hab's doch gewusst, der wird mich nicht finden. Oh, irgendwann muss ich hier runterkommen, aber erstmal warte ich noch. Also ich weiß ganz genau, wo Emma ist. Sie ist da oben auf diesen Turm geklettert, siehst du? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt hat einfach Isabel gesagt, wo ich bin. Jetzt hat die mich total verpfiffen. No, aber Isabel, ich wollte sie alleine finden. Ich wollte sie selber finden und nicht mit deiner Hilfe. Das ist total gemein von dir, Isabel. Und jetzt hast du das ganze Spiel total doof enden lassen. Ich hab gewonnen und jetzt hast du mit dich einfach verquatscht. Also ich frage mich immer, warum ich etwas zurückhalten sollte, was ich weiß. Ich wusste, wo du bist. Also habe ich es auch gesagt. Ach Kinder, streitet euch nicht. Wie wäre es, wenn ihr euch einfach Bett fertig macht und wir schon mal das Lager aufbauen und dann gibt's eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Ja, ja, eins steht fest. Ich werde auf jeden Fall nicht neben dir schlafen, Cousinchen. Kommt nicht in die Tüte. So Kinder, seid ihr dann alle bettfertig und ist es bequem? Ist doch ein schönes Lager hier geworden, oder? Wir können uns richtig toll einkuscheln in unsere Schlafsäcke. Wir sind jetzt fertig. Geschichte kann starten. Genau. Oh, stopp, 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 stopp. Ich hab was vergessen, was ganz Wichtiges. Die Geschichte muss noch warten. Okay, muss da vielleicht noch jemand auf die Toilette? Ich warte noch ein bisschen, Emma. Nein, ich musste meine Kuscheltiere noch holen. Also ihr beiden, ihr werdet uns schöne Gesellschaft leisten. Und das hier, das ist das Anti-Monster-Spray. Hier werde ich alles einsprühen, damit die Monster auch abends nicht kommen. Das hilft, ich weiß das. Emma, könnte ich bitte auch etwas von diesem Anti-Monster-Spray haben? Also, ich möchte auch nicht, dass die zu mir kommen. Wie wär's mit Nein? Isabel, du hast mich verraten beim Versteckenspielen und das ist jetzt die Strafe. Du kriegst nichts von meinem Anti-Monster-Spray ab. Pech gehabt. Ach je. Isabel, du brauchst keine Angst haben. Ich bin doch hier, um euch zu beschützen. Es werden keine Monster kommen. Selbstverständlich nicht. Brigitte ist da. Oh, die Geschichte war toll, aber jetzt bin ich wirklich müde. Du auch, Clara? Na, ich kann nicht schlafen. Ich hab Heimweh. Oh, ich kann auch irgendwie nicht schlafen. Clara, du machst dich total breit. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte einen Schlaftag für mich alleine. Okay, Entschuldigung, Emma. Vielleicht lege ich mich wieder auf den Rücken, dann passt es besser. Schon gut, ich habe noch so eine Schnuffeldecke, die hole ich jetzt einfach. Emma, wo möchtest du denn hin? Schlaf weiter, Malik. Es ist noch nicht so weit. Wir werden noch nicht abgeholt. Es ist ganz dunkel draußen. Wir müssen schlafen. Aber wo ist denn Isabel? Isabel ist nicht in ihrem Schlafsack. Wo ist sie denn hin? Leute, habt ihr Isabel gesehen? Ich darf nicht so laut reden. Brigitte schläft. Leute, hört ihr mich? Wo ist die denn jetzt wo nur? Die muss doch hier sein. Ich weiß es nicht. Wir müssen sie unbedingt finden. Sie ist doch Teil unserer Gruppe hier in der Kita Sonnenschein. Also, am besten teilen wir uns auf. Jeder sucht in einer Ecke. Okay. Du oben, Clara. Ich gehe hier lang. Hier im Lernraum ist Isabel nicht. Also hier, wo man sich die Schuhe anziehen kann, da ist Isabel auch nicht. Isabel? Oh, komm schon, Cousinchen, lass den Quatsch. Komm jetzt raus, wenn du dich versteckst. Mama, es tut mir leid, aber wir haben deine Cousine nicht gefunden. Oh nein, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Isabel war die Einzige, die ich nicht mit dem Anti-Monster-Spray eingesprüht habe. Und ich glaube, ein Monster hat sie mitgenommen. Das wäre furchtbar. Ganz schlimm. Oh, Kinder, was ist denn los? Warum schlaft ihr nicht? Brigitte, Brigitte, es ist ein Notfall. Isabel ist weg und ich glaube, ein Monster hat sie mitgenommen. Kinder, beruhigt euch, das glaube ich nicht. Hier war kein Monster drin, das hätte ich mitgekriegt. Wir sollten sie suchen gehen. Irgendwo wird sie hier sein, die Türen sind abgeschlossen, sie kann nicht weit gekommen sein. Vielleicht schlafwandelt sie ja. Oh, ich mache mir solche Vorwürfe. Hätte ich ihr das bloß gegeben, dieses Anti-Monster-Spray? Sie wollte es ja haben. Das ist alles meine Schuld. Aber Emma, mach dir jetzt nicht so welche Gedanken, hier ist bestimmt nichts passiert. Kinder, ich kann Ihnen Warnung geben. Hier ist Isabel.
So wie es aussieht, ist sie einfach auf der Toilette eingeschlafen. Mann, oh Mann, das muss wirklich anstrengend gewesen sein. Och, super! Isabel, ich freue mich, dass du da bist! Es tut mir leid, dass ich dir vorhin kein Monsterspray, also Anti-Monsterspray gegeben habe, aber jetzt kannst du so viel, wie du willst haben. Dankeschön, Emma. Na gut, Kinder, jetzt wo alle wieder vollzählig sind, können wir endlich schlafen. Gute Nacht. Ach, stimmt ja. Ich wollte mir eigentlich die Kuscheldecke holen. Naja, ich werde es auch so schaffen. Stimmt's, Clara? Gute Nacht, Gute Nacht, Sonnenschein. Gute Nacht, Sonnenschein.